Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Videostudio vom Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Und heute gebe ich dir 5 Punkte, wie du deine eigene Organisation verbessern kannst. Das ist Video für Führungskräfte, für Menschen, die eine Organisation aus Leuten führen, embedded in eine Firma oder die ganze Firma führen. Und jetzt geht's auch schon los. Du bist ein Teil deiner Firma. Du bist ein Teil des Organismus dieser Firma. Und es ist gerne mal so, dass die Firma da ist und du bist so ein klitzekleines Gier im großen Betriebe und kannst nichts bewegen und so weiter und so fort. Viele beschweren sich darüber, dass die Mitarbeiter nicht gut sind. Das habe ich im ersten Video besprochen. Viele beschweren sich darüber, naja, irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Darum geht es heute. Das ist nämlich die Organisation. Und viele beschweren sich darüber, dass sie in der Organisation zu wenig Einfluss haben. Machen wir im nächsten Video. So. Erfolg, den du haben willst in deiner Organisation. Erfolg erfordert, dass deine Organisation nicht kennt. Erfolg erfordert Sichtbarkeit. Ist ganz einfach. Der Hauptgrund dafür ist, dass dich niemand befördert, dass niemand mit dir spricht, wenn dich niemand kennt. Das ist so schwer jetzt nicht. Ich will es trotzdem nochmal gesagt haben. Erfolg erfordert eine Vernetzung mit den Entscheidern. Vernetzung bedeutet nicht, dass du dich mit den anderen Leuten vernetzt, die, sagen wir mal, genauso wenig zu sagen haben wie du selber, sondern es erfordert, dass du dich mit den Leuten vernetzt, auch vernetzt, die die Entscheidung bei euch in der Organisation führen. Wir sprechen hier jetzt nicht von Nettigkeit, sondern wir sprechen von Karriere. Und Erfolg erfordert aber auch, dass du dich mit deinem, ich nenne es Habitat, vernetzt. Dein Habitat sind die Leute, die dir helfen, deine Ergebnisse zu erzielen und zu denen du zuarbeitest, dass die ihre Ergebnisse erzielen. Ist eine eigene Lektion im Leadership Stars Programm, deswegen kürzt das jetzt hier ab. Also Habitat sind die Leute, denen du hilfst und die dir helfen. Ja, so kann man das noch verkürzen. Und anstatt dieser kleinen roten Kugel habe ich es ein bisschen komplexer gebaut. Wir sprechen heute über 5 Bereiche, die du für deine Organisation können, haben und im Griff haben willst. Und zwar egal, ob du eine Firma führst oder ob du ein Team aus 10 Leuten führst. Das ist total egal. Du brauchst immer diese 5 Bereiche. Die hat kaum wer. Deswegen, naja, wir gehen die mal durch. Jedes Thema braucht eine Zeit. Deswegen sind für jeden dieser 5 Bereiche, wirst du im Anschluss dieses Videos deinen Kalender aufmachen und dir entsprechende Zeiten blocken. Weil jedes Thema, zumindest geht mir das so, erfordert einen unterschiedlichen Mindset und das wird glasklar, wenn wir durch die 5 Bereiche durchgeflogen sind. Wir fangen an. 1 nenne ich Operations, Ops. Das ist das, was du sowieso kannst. Das ist das, was drauf einzahlt, was du tust. Das ist die gesamte Wertschöpfung deiner Organisation. Wie gesagt, deine Organisation kann dein Team sein, kann dein Bereich sein, kann deine Abteilung sein, je nachdem, wie es bei euch im Sprechrat genannt wird. Alles, was mehr Wert für deine Kunden erzeugt, gehört da rein. Genau. Alles, was keinen Mehrwert für deine Kunden erzeugt, lässt du ab morgen direkt sein. Du musst es nicht machen. So viele haben noch diese Leichen und machen noch dieses Zeug für wen anders, was aber nicht auf die eigenen Ziele einzahlt. Kenne deine Ziele und setz deine Organisation zum Wohl deiner Ziele ein und nicht zum Wohl von fremder Leute Ziele. Wenn doch, dann holst du dir die Ziele von den anderen Leuten, aber das führt jetzt gerade ein bisschen zu weit. Also alles, was im Operations-Bereich ist, hast du jetzt sowieso unter Kontrolle. Das ist der Teil, den sowieso alle machen. Bleiben noch 4, um die sich keiner kümmert. Wir nehmen den Stern draußen rum. Ich habe das Bild bewusst gewählt. So viele, gerade meine IT-Kollegen, arbeiten so in ihrer Bubble, deswegen dieses Blasenbild, mit möglichst wenig Schnittstellen nach außen. Die Schnittstellen sind bestenfalls der Service Desk, wo die Kunden nur rummeckern, dass nichts geht. Und zur Not noch der CFO, der sagt, du musst viel billiger werden. Ich sage es, ist falsch, es fehlt die Marketing-Schnittstelle. M&S heißt Marketing und Sales. Du willst, dass deine Organisation immer mehr Aufgaben bekommt. Auch jetzt wird schon wieder reflexartig weggetaucht. Verstehe ich. Kommen wir gleich drauf. Die wichtigste Fähigkeit, die eine Firma, die eine erfolgreiche Firma hat, ist Marketing. Den Namen bekannt machen. Und du hörst es jetzt schon wieder. Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. So. Warum präge ich das auch in einer Abteilung? Weil jede Firma, jede Abteilung, die was drauf hat, wird mit der Zeit immer wirksamer. Das heißt, die Aufgaben, selbst wenn die Aufgaben konstant bleiben, der Aufwand, den ihr braucht, um diese Aufgaben auszuführen, der nimmt ab. Gleichbedeutend mit Aufgaben können wir im Angestellten-Leitungsverhältnis sagen, Mitarbeiter. In dem gleichen Bereich, wo, wenn ich dir keine neuen Aufgaben gebe, dein Aufwand runtergeht, müsste ich dir einen Mitarbeiter wegnehmen. Ich glaube, das ist so schwer nicht zu erkennen. Und bitte, eine Führungskraft, die das nicht hinkriegt, 10% wirksamer werden jedes Jahr, hätte ich ein Problem mit. Dieser Gap, dieser rote, rot geklammerte Gap, ist das, was so gefährlich ist, was
immer da ist, was nie jemand strukturell füllt und was dann mit Müll von den Mitarbeitern vollgemacht wird. Es gibt Parkinson's Law, also das besagt, dass die Aufgaben immer die zur Verfügung stehenden Ressourcen auslassen. Natürlich finden deine Admins immer neues Zeug, worum sie sich mal total dringend kümmern müssen. Nee, echt, Olaf, das musst du verstehen. Das ist ganz wichtig. Alles Quatsch. Ich sage, diesen roten Gap willst du füllen mit neuen Aufgaben von außen. Du willst die neuen Aufgaben, also du willst die Aufgaben, die du jetzt tust, immer wirksamer machen. Daraus ergibt sich frei werdende Zeit. Aus meiner Sicht füllt sich diese Zeit entweder mit Bullshit, den keiner braucht und den irgendwann jemand merkt und du dafür Ärger kriegst, oder du bemühst dich aktiv um neue Aufgaben. Aktiv um neue Aufgaben heißt Marketing und Sales. Du läufst rum und hörst zu, wer hat was zu tun. Du bietest an, dass du diese und jene Aufgaben übernehmen kannst, wieder wichtig, die müssen in dein Ziel passen. Ne? Also du läufst nicht random über den Hof und sagst, hey, ich habe nichts zu tun, gib mir Arbeit, sondern du hörst sehr genau zu, du bemühst dich sehr genau darum, dass du mehr von den Aufgaben bekommst, die auf dein Ziel einzahlen. Nächster Punkt, wir sind wieder so ein bisschen beim Habitat. Kenne deine internen Zulieferer und deine Abnehmer, hatte ich gerade gesagt. Das ist aus meiner Sicht so wichtig. Deswegen ist das Marketing, habe ich mit S den Stern genommen. Du willst vernetzt sein mit den Leuten, von denen du zuliefert bekommst, und du willst vernetzt sein mit den Leuten, denen du zulieferst. Beide haben noch nie die Frage gehört, sag mal, wie kann ich dir helfen? Killer Frage, mach das. So, du willst verstehen, worauf deine Zulieferer incentiviert sind und du willst verstehen, worauf deine, deine internen oder externen Kunden incentiviert sind. Was ist denn das, was für die wirklich zählt? Gerade für Kollegen aus IT unglaublich wichtig, weil die glauben so schnell, nee, ich habe jetzt den Server ausgeliefert, fertig. Lange nicht fertig, keiner will Server, keiner will IT, was wollen wir denn wirklich? Das willst du verstehen. Du willst den Entscheider der Firma kennen, damit die dich kennen, damit die die richtigen Aufgaben bei dir abwerfen können, aber auch damit du einen Einblick in die Firmenstrategie hast, dass du selber in die richtige Richtung planen kannst und die richtigen Schritte nehmen kannst. So. Die richtigen Schritte in die Zukunft heißt R&D, Research and Development. Und du kennst alle diese Begriffe von den großen Konzernen. Der VW hat sein Research and Development Department. Jetzt soll ich das auch machen. Ja, sollst du. Du musst da nicht eine eigene Abteilung draus machen. Du musst da aber draus machen, sagen wir mal, einen Tag die Woche, halben Tag die Woche, wie viel auch immer das bei dir opportun ist. Du willst Zeit haben, du willst den Mindset haben. Du merkst schon, dass du für Marketing einen Mindset brauchst als für R&D. Du willst die Zeit haben, entweder du selber oder einer deiner Leute, dass ihr euch um den Markt kümmert. Dass ihr euch kümmert, was passiert draußen am Markt an Entwicklungen in dem Bereich, wo du aktiv bist. Und du willst diese Entwicklungen adaptieren für deine Kunden und du willst es dann deinen Kunden vorstellen, also den Leuten, denen du zulieferst. Die sollen die neue coole Technik von dir hören, inklusive dem Vorschlag, was man damit machen könnte, und nicht von den Staubis auf dem Golfplatz, die erzählen, hey, guck mal, wir machen schon und dann kommt das neue IT-Buzzword. Du willst neue Produkte für deine Kunden entwickeln und du willst auch neue Produkte für deinen oder neue Techniken für deinen internen eigenen Betrieb optimieren. Sehr oft kriegt die Führungskraft diese Steigerung der Wirksamkeit der Abteilung nicht mit, weil die Admins irgendein Ding machen, nachdem sie das gleiche Ding das dritte Mal gemacht haben, haben sie ein Skript dafür gebaut und so weiter und so fort. Du willst einen sehr genauen Griff dran haben, was habt ihr schon automatisiert, wo wird langsam Luft aus der Arbeit rausgenommen? Und du willst genau das fokussieren, nein, du willst es fördern, indem du Research and Development immer mal wieder Zeiten darauf investierst, wie kannst du die internen Prozesse optimieren. So, weiter, ADM. Administration. Boah, brauchst einen eigenen, halte ich für unglaublich wichtig, wenn man das als eigenen Teil betrachtet, weil alles, was Administration ist, ist überflüssig. Alles, was Administration ist, ist überflüssig. Harter Satz. Überflüssig bedeutet, alles, was Administration ist, das allermeiste davon kann per Prozessänderung weggemacht werden, kann automatisiert werden, das ist das allermeiste und kann von billigeren Arbeitskräften gemacht werden. Deine 80.000 Euro Admins müssen sich nicht mehr wochenendenweise mit diesem Schwachsinn von Urlaubsanträgen rumärgern, sondern das kannst du, wenn du diesen Mindset hast, in den ADM-Teil packen. Der ADM-Teil kann so sein, dass du sagst, wir schreiben alle sehr präzise auf, was wir tun an Admin. Wir schreiben es auf, Bullet-Point-Liste, ganz einfach. Und wenn du damit genügend zusammen hast, kannst du zu deinem Chef gehen und sagen, hier, pass mal auf, wir verballern
10% unserer Zeit mit Admin. Davon sind 80% Reisekostenabrechnung. Entweder wir verstehen das jetzt beide, dann kommst du mir nie wieder mit blöden Fragen. Oder hier ist der Vorschlag, was wir besser machen. Du willst wirksamer sein. Admin bedeutet, einen Fokus auf den Kram haben, der die Organisation nur lähmt, so wie die bundesdeutschen Behörden, und wirklich für nichts gut sind, was du wegprogrammieren kannst, was du irgendwann wegautomatisieren kannst, was du outsourcen kannst, und zwar nicht unbedingt aus deiner Abteilung outsourcen kannst, aber wofür du dir im Laufe der Zeit eine billige Adminkraft kaufen kannst. Ja? So. Der letzte Punkt ist Finance. Haben so viele, gerade meiner IT-Kollegen, überhaupt nicht im Griff. Mit Finance meine ich, alles wird am Ende auf Geld runtergerechnet. Und zwar nicht, zumindest nicht in der wirklichen Welt. Außer meines Banker ist Geld kein wichtiges Ding. Geld vergleicht, Geld normiert. Wenn zwei Abteilungen da sind und beide kosten am Ende des Tages mit Bürogebäude, mit Material, mit Lizenzen, mit Personal 1 Million Euro, kannst du es mit der anderen Abteilung vergleichen, die das Ganze für 800.000 Euro macht. Ja? So, du willst deine Zahlen im Griff haben. Nochmal, nicht um irgendwie bankermäßig die falsch zu interpretieren, sondern du willst die Zahlen im Griff haben, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, du willst eine Vergleichbarkeit über die Zeit haben. Wie willst du denn ernsthaft nachweisen, dass du besser geworden bist, wenn du überhaupt kein Eichnormal hast? Du definierst also in irgendeinem Punkt, so berechne ich das Budget meiner Abteilung, so berechne ich den Spend meiner Abteilung, und es ist mir total egal, ob du wirklich das Budget siehst oder, gerade in den unteren Führungsebenen, das ist immer gerne gespielt, da macht dann der Chef das Budget oder der Chefchef macht das Budget. Egal, ob du jemals mit Budget in Kontakt kommst oder nicht, du machst es, du schreibst es auf. Da, wo du keine Informationen hast, holst du dir die Informationen, wo du die Informationen nicht kriegst, machst du Annahmen. Sodass du sagen kannst, hier, pass auf, Chef, meine Abteilung kostet wahrscheinlich x Euro über die Zeit, das. Die meisten Chefs werden jetzt schon hellhörig sagen, was? Woher wissen Sie die der Zahlen? Naja, ich habe mein Budget gemacht. Ist doch gar nicht Ihre Aufgabe. Ja, ich weiß, aber es gehört also gut dazu, ne? So, Rampe zur Beförderung. Und dann mit diesem Zahlensatz, wenn der diskutiert wird, kannst du ihn anpassen. Und spätestens nach 2 Jahren hast du Vergleichszahlen. Es geht nicht darum, wie richtig oder falsch die Zahlen sind. Es geht im Wesentlichen darum, dass du vergleichen, dass du zeigen kannst, wie hat sich durch deine Wirkung, durch deine Schaffung, durch deine Schöpfung die Wirksamkeit der Abteilung geändert. Dass du ein Zahlenwerk hast, womit du sagen kannst, pass auf, Chef, von dieser 1 Million pro Jahr geben wir 150.000 nur für die Reisekostenabrechnung aus. 150.000 Euro. Ist klar, wie lange du damit im Hintergrund übernachten kannst. Ne? So, das nächste Mal fahren wir Ritz-Carlton und wir machen keine Abrechnung mehr, weil es in Summe billiger ist, als wenn wir uns um diese Behördenschikane kümmern müssen. So, jetzt kannst du die Diskussion machen. Andersrum, die Dinge, die deinen Admins, die dir vielleicht tierisch auf den Geist gehen, Reisekostenabrechnung, totale Energiesorge, stellst auf einmal fest, weil du deine Zahlen im Griff hast, hör mal, das sind 10.000 Euro im Jahr, fuck it, das ist im Verhältnis zur Million so wenig, dass du sagen kannst, komm, das ärgert mich zwar, aber es ist das ärgerlich wert. Ja? Also hab deine Zahlen. So, das sind die 5 Punkte. Du willst sauber strukturiert natürlich deine Operations im Griff haben. Du willst dazu dich vernetzen, Marketing und Sales. Du willst Research and Development treiben, sowohl für deine eigenen Deliveries als auch für die Firmen, für deine Zulieferer und für deine Kunden. Du willst diesen ganzen Admin-Schrott zusammenkratzen und nicht so random ihn bei deinen Leuten lassen, sondern du willst das so schön sauber zusammengefasst haben, damit du aussagefähig bist und automatisierungsfähig bist. Und du willst auf jeden Fall Finance, du willst deine Zahlen zusammen haben, du willst bei deinen Zahlen aussagefähig sein, damit du zum einen dich für mehr empfiehlst, zum anderen aber auch, damit du die Entwicklung, die du in Zukunft machst, auf der Vergangenheit bewerten kannst. So, das waren die 5 Punkte. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Bleib in Führung, hab viel Spaß. Tschüss, dein Olaf.